Da sind wir wieder. Mit Folge 5 müsste das jetzt sogar schon sein. So, wir waren dabei, uns ein bisschen aufzurüsten mit Papier. Dazu brauchten wir Fledermausflügel. Ein Fledermausflügel fehlt uns noch. Und wir haben einen neuen Tag. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, hatten wir das letzte Mal? Ich weiß noch, wir hatten in der Nacht den Honig abgebaut. Aber war das da schon so spät, dass schon der neue Tag angebrochen war? Nee, war noch nicht. Das heißt, wir können auch heute wieder am Honig lutschen. Kriegen eine Wabe, sehr schön. Was hält mich da eigentlich auf? Das gucke ich mir gleich mal an. Was bist du? Kann ich dich kaputt machen? Nee. Was auch immer es ist, ich krieg's nicht kaputt. Wir haben Honig. Und die Steine nehmen wir auch noch mit. Was will ich denn als nächstes erforschen? Ach ja, dieses hier. Dafür brauche ich Blau. Das kaufe ich mir dann. Dann müssen wir nur noch diesen Tag hier rumkriegen. Nach den Karotten wollte ich gucken. Weil wir wollen natürlich auch unseren Esel füttern. Der uns dann hoffentlich wieder ein paar neue Leichen bringt. Aber die Karotten sehen noch nicht gut aus. Schade. Was machen wir denn so lang? Wir machen so lang unsere Gräber hübsch. Wir müssten doch jetzt eigentlich auch Lehm abbauen können. Können wir noch nicht. Hieß es nicht, hey, wenn du die Kirche hast, kannst du Lehm abbauen? Alles erstunken und erlogen. Ich guck mal ganz kurz. Lehm. Ich brauche Lehm. Hier ist auch nirgendwo Lehm. Das ist Alchemie hier unten. Das ist noch nicht ganz so wichtig. Da haben wir Honig. Haben wir Glas? Kein Spaß. Ofen 2 wäre auch gut. Ja, gut, aber gut, da kommen wir. Es ist alles noch in Entfernung. Hier unten fehlt noch was. Diese kann ich irgendwann entdecken. Was war denn das? Oder war das mit Leben? Ich weiß es nicht mehr. Ich wollte ja auch noch irgendwas googeln. Das habe ich auch schon wieder vergessen. So, es wird Nacht und ich habe nichts gemacht. Super. Aber ich weiß, was ich machen wollte. Oder wie wir jetzt noch ein bisschen die Zeit totgeschlagen kriegen, indem wir nochmal ein paar hiervon bauen. 2 Stück vielleicht? Zup und zup. Und machen unsere Gräber mal noch ein bisschen schöner, würde ich sagen. Und machen wir das auch ein bisschen hübsch. Karotten sind fertig, oder? Seid ihr fertig? Ne, schade. Aber wir können schon mal ölen. Und dann die Gräber fertig machen. Und dann. Schädel kann ich auch gleich mitholen. Muss ich daran denken, wenn ich das nächste Mal schlafen gehe, den Schädel mitzunehmen. Hier, komm. Oh, jetzt wird es endlich ruhig. Und ich kann weiter über meine Theorie nachdenken. Und wie ich den Kapitalismus besiege. Die Hafenratten sind auch schon auf meiner Seite. Die Hafenratten. Nieder mit dem Kapitalismus. Hafenratten vor. So. Du kriegst erstmal einen Grabstein. So, dann müsste ich jetzt ja auf 76 kommen. Auf 77 sogar. Irgendwas haut doch hier nicht hin. Egal. Na, den will ich noch fertig bauen hier. Zap und zap. Oh, ich lege ich auch alle hin. Ich weiß, was ich noch. Ein Fledermausflügel. Fledermausflügel brauchen wir um das Papier. Wovon ich ja letzte Folge geredet habe, um das Papier herzustellen, womit wir dann wieder forschen können. Brauchen wir noch einen Fledermausflügel. Ich vergesse es sonst. Hätte ich fast gesagt, nehme den Schädel mit. So. Fledermäusis. Oh, es war dunkel hier. Fledermausis. Fledermausis. Kommen die nicht wieder, wenn ich die einmal kaputt gemacht habe? Das wäre schade.
Und auch nicht gut, ehrlich gesagt. Gut, den Schädel nehmen wir mit. Wieso sind denn da jetzt keine Fledermäuse? Die müssten doch jede Nacht wiederkommen, oder? Ich meine, ich habe die eh noch nie getötet gehabt. Aber... wo krieg ich... also ich wüsste, wo ich noch welche herkriege. Aber das ist ja weit weg. Aber wir bringen jetzt erstmal den Schädel weg und kaufen uns ein Büchlein ein. Und das wir da, um das zu schaffen, müssen wir einmal zum Leuchtturm. Und wenn wir wiederkommen vom Leuchtturm, dann sollten auch die Karotten fertig sein. Damit wir wieder Leichen kriegen, um unsere Kirche zu verbessern. Siehst du, da muss ich auch noch Bänke bauen. Habe ich die auch schon erforscht? Die Bänke? Ja. Das wird ja richtig anstrengend hier jetzt auf den nächsten Stunden. Und dann müssen wir auch demnächst mal die Abkürzung erfinden. Mit dem Abkürzung kommen wir nämlich schneller zwischen der Stadt und meinem Quartier hin und her reisen. So nenne ich es jetzt einmal. Und damit ich nicht wieder falsch laufe, weil ich weiß, ich muss jetzt oben lang. Habe ich nicht noch? Nein, habe ich nicht. Da oben, dann nach unten. Dann habe ich es überwunden. Hier schon nach unten? Nee. Da noch nicht, aber hier hinter. Ding dong, dingelong. Müssen wir runter? Um zum Astrologen zu kommen. Oh, ich hab grad Mittag gegessen, ich bin so satt. So, ach, du wolltest ja auch noch was haben. Er wollte Motten haben, ich erinnere mich. So, hier hast du einen Schädel. Nicht gerade sauber, aber alles am richtigen Platz. Du scheinst ein Talent für Anatomie zu haben. Der menschliche Körper ist so mysteriös. Vielleicht noch mehr als die Sonne und die Sterne. Ich glaube, dass du eines Tages viel über den menschlichen Körper und die Seele lernen wirst. Aber auch dann noch wirst du dich absolut verloren fühlen. Da wir jetzt Komplizen sind, sag mir, was willst du von mir, mein neugieriger Freund? Ich brauche deine Hilfe. Ich muss das Portal öffnen. Ein Freund hat mir erzählt, dass du vielleicht weißt, wie man das Portal auf dem Hexenhügel öffnet. Davon habe ich noch nie gehört. Nun, vielleicht nicht unbedingt noch nie, aber schon sehr lange nicht mehr. Ich hatte da mal einen Freund. Der war übrigens auch Friedhofswärter, genau wie du. Und er war wie besessen von diesem Portal. Er war so einfallsreich. Er wusste so viel. Was ist aus ihm geworden? Er ist einfach verschwunden. Niemand hat seither von ihm gehört. Könnte es Gary sein? Ich habe versucht, ihn zu finden, aber niemand kannte ihn mehr. Ich fing an, mir einzureden, dass ich ihn nicht mehr ausgedacht habe. Das war keine einfache Zeit für mich. War sein Name vielleicht Gary? Ich weiß nicht, wie er hieß. Wir haben ihn immer nur bei seinen Spitznamen gerufen. Werther. Also was ist mit diesem Portal? Ich glaube, er hat einen Weg gefunden, es zu aktivieren. Es war irgendetwas Magisches, das erinnere ich mich nicht mehr daran. Aber das sollte in seinem Tagebuch stehen. Kurz vor seinem Verschwinden gab er mir diesen Schlüssel. Er öffnete ein Tor im nördlichen Teil des Kirchenkellers. Irgendwo dort bewahrte er seine wichtigsten Notizen auf. Oh, ich habe es versucht, aber es gibt da einen speziellen Trick bei diesem Schlüssel. Ich habe monatelang Erfolg versucht, ihn herauszufinden. Vielleicht bilde ich mir das auch nur alles ein und der Schlüssel öffnet gar nichts. Du kannst ihn jedenfalls haben. Verwende den Schreibtisch im Kirchenkeller, um herauszufinden, wie der Schlüssel funktioniert. Wenn du sein Tagebuch gefunden hast, bring es zu mir und ich werde herausfinden, was dort über das Portal geschrieben steht. Ah, das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Ich brauche deine Hilfe. Achso, hatten wir schon. Gib mir das Tagebuch zu. Ich wollte mit dir handeln. Kollege, ich wollte mit dir handeln. Bei dir kann man Bücher kaufen normalerweise. Das ist jetzt doch irgendwie problematisch. Weil ich doch was erforschen muss. Und ich kann nichts erforschen, wenn ich keine blauen kriege. Und gut, ich glaube, in der Sackgasse bin ich noch nicht, aber das hätte mir viel geholfen. Das ist jetzt ja doof. Was mache ich nun? Okay, wie kriege ich das? Ich kriege Blätter.
Und ich kriege Glaube. Ja gut, mehr brauche ich ja dann eigentlich nicht. Außer Fledermäuse. Ich brauche noch Fledermäuse. Und die kriege ich oben. In dem anderen Gebiet, wo ich auch Honig noch herkriege. Freche Eier. Okay. Ach, hier kriege ich auch Federn her. Muss ich mir für mich später mal merken. Brauchen wir auch. Will nämlich so ein Typ. Was für Quests haben wir denn noch? Du musst zurück nach Hause. Okay, hol eine Flasche Wein für Gary. Weißt du was? Das können wir eigentlich gleich machen. Da freut sich Gary, dass er was zu trinken kriegt. Und mit irgendjemandem muss ich hier noch reden. Ja, ja. Hattest du irgendwie was? Nee, du hattest. Nein, um Gottes Willen, ich will nichts kaufen. Ja. Ich habe schlecht Laune für Zeit. Verdammt. Verdammt, wo konnte ich denn die Bücher kaufen? Och, und den Wein gab es auch nicht hier. Manni. Was mache ich denn? Aber wo es den Wein gibt, weiß ich wenigstens. Den gibt es bei Shonglong Dingdong da hinten. Doof. Und der redet nicht mit mir, weil es gleich Nacht wird. Ach, doppelt doof. Dreifach, trippel, dippel doof. Hallo. Ach, wie doof. Das heißt, wir haben keinen Wein. Und keine Fledermäuse. Ach, Fledermäuse finden wir jetzt. Es wird ja dunkel. Die haben ja auch noch nicht geredet. Auch gut. Hallo, die Mühle funktioniert nicht. Tut mir leid. Wenn du etwas gemahlen haben willst, musst du wohl in die Stadt gehen. Das ist schade, aber ich habe nichts, was gemahlen werden muss. Ich lebe auf dem Friedhof. Friedhofsvetter, schön, dich zu treffen. Ich glaube, ein paar alte Reserven, die du vielleicht hilfreich finden könntest. Nee, eigentlich von dir brauche ich eigentlich gar nichts. Was ist das hier oben? Könnte ich gar nicht. Wo war denn der Holzfäller? Weizen? Da oben war der Holzfäller. Da müsste ich auch nochmal hin. Dem habe ich auch nicht gequatscht. Und mit dem Sägewerk auch nicht. Das habe ich ja auch alles noch nicht gemacht. Weil der will eine Axt haben. Eine Eisenaxt. Kann ich mir eigentlich auch bauen, ne? Fledermäuse? Irgendwo? Fledermäuse? Nein? Okay. Vielleicht hier auf dem Hexenhügel eine Fledermaus? Nein? Auch nicht. Also hier gibt es ja nur wirklich genug Orte, wo man rumspuken kann, oder? Und den Typ habe ich auch vergessen. Ach. Und Möhren wollte ich doch auch noch ernten. Aber das gucken wir gleich. Das machen wir als nächstes. Nee, als nächstes suche ich nach der Fledermaus und dann ernte ich Möhren. Und hier bin ich auch falsch, weil ich jetzt hier noch auf dem Weingebiet bin. Ich muss noch weiter runter. Ach, ich bin verwirrt heute hier. Ich bin durch. So. Komm schon wieder mal aufs. Oder schon wieder zu spät und die kommen nur abends. Das könnte natürlich auch sein, dass sie nur am Abend da sind. Und jetzt ist es ja tiefe Nacht. Jo, es wäre auch zu schön gewesen. Ich bin zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. Ach, es ist ärgerlich. Mach ich halt Möhren. Eine Kiste bräuchte ich hier auch. So, und. So. Kriegst du erstmal deine Möhren hier? Nein, Jo. War doch gar nicht so schwierig. Ja. Und das ist erst der Anfang. Musst du das unbedingt hier machen? Ja, muss ich. Das ist nicht deine Straße. Und das ist mein Manifest. Das ist mein Manifest. Ich dachte erst, dass du ein netter Esel bist. Bin ich auch. Nur nicht zu dir.
ich kann schon wieder. Ja. So. Bitte sei mal eine richtig schlechte Leiche. Auch nicht schlecht. Ich brauche die Haut. Tut mir leid. Ja, hat ihm gar nicht gefallen. Gucken wir, ob wir das irgendwie noch gerettet kriegen. Indem wir einmal dich abnehmen und einmal dich abnehmen. Gut, wir kriegen es wahrscheinlich nicht gerettet, aber zumindest haben wir einmal Haut, die wir brauchen. Dip, 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 dip. Ach, Kirchenbänke wollte ich auch bauen. Gut, Platz habe ich auch nicht mehr. Wegen diesen dummen Schlüssel. Und wo ich das Buch hinkriege, weiß ich auch nicht. Aber dich brauche ich jetzt. Ach, so viel Mist in der Tasche hier. Ist mir ja egal. Es sind zwei Bänke. Ach, wir tun schon mal beten. Dann haben wir das schon mal hinter uns. Ich würde gerne ein paar Worte über unsere Kirche sprechen. Unsere Kirche ist klasse. Toll. Und jetzt lasst uns um diesen Segen beten. Eure Spenden sind mir immer willkommen. Tolle Predigt. Super. Ja, hat er ganz toll gemacht. Oh Gott. Ich sehe schon meine Haarschnitt hier gar nicht durcheinander. Wie sehe ich heute überhaupt aus? So, wir haben wieder drei Glauben. Ich glaub's ja nicht. Habe ich irgendwas in meiner Tasche? Ja, 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 ja. Sehr schön. Dann gehen wir ganz schnell hier runter. Dich da unten, mit dir will ich gar nicht reden. Nein, auch nicht. Doch, ich brauche ja die Seiten. Ich erinnere mich. Dann machen wir das jetzt halt so. Dann ist es jetzt so. Was tue ich nicht alles für ein bisschen blau? Dann brauchen wir übrigens auch keinen Flügel. Wobei, einer wäre noch schön, wenn wir zumindest einen finden. Damit ich nicht ständig hier mit vier Fledermaus-Sachen in meiner Tasche rumlaufen. Oh, ich lese ich ein. So, irgendwas, was blau gibt hier noch? Grün, 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 rot. Rot, 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 rot. Nö. Da muss ich erst wieder hochgehen. Vor diesem Update hat man nämlich auch blau bekommen, wenn man so Gegenstände für die Gräber hergestellt hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel sowas hier hergestellt hat. Dann auch nicht mehr. Ich guck mal. Und das hat die Sache natürlich etwas einfacher gemacht. Aber wenn ich jetzt blau wirklich nur noch kriege, indem ich hier die Sachen einlese, dann wird das ein echt schwieriges Spiel. Okay, das habe ich eh nicht. Gut, gut, gut. Das hat sich erledigt. Aber dich kann ich zumindest noch einmal erforschen. So. Okay, okay. Jetzt ganz genau überlegen, weil jetzt denk ganz genau nach, was du brauchst. Ganz genau. Wir brauchen dich. Der Scheiterhaufen, der ist wichtig. Wir brauchen... Brauche ich irgendwas blau? 30 Punkte habe ich nicht mehr. Okay, gut. Ist auch nicht so schlimm. Ist alles nicht schlimm. Ist kein Problem. Ich bräuchte einen Kerzenständer, brauche ich. Das ist auch alles noch nicht wichtig. Ich brauche einen Tisch. Das ist wichtig. Und ich brauche die Motten. Das ist wichtig. Das heißt 20 Grün. Okay. So. Was brauche ich für die Kirchenbänke, um euch bauen zu können?
Da brauchen wir einfach Eisenstück, klar, Kirchenbank, Nägel und Balken. Ohne Ende. Damit wir hier nämlich schon mal ein paar Bänke reinkriegen. Wir haben eine Urkunde. Eine Urkunde vor der Leiche. Hier packen wir nochmal welche rein, damit wir dann wieder schön Leichen bekommen. Und wir holen uns Honig. Nein, uns kein Honig. Ich brauche Grün. Wie viel Grün bekomme ich denn, wenn ich dich ernte? Hier, euch Büsche. Auch wenn ich das Zeug nicht brauche. Ein Grün. Schon nicht schlecht. So, erstmal hier den ganzen Kram wieder reinpacken. Und euch brauche ich nicht. Möhrchen brauche ich erstmal nicht. Den Schlüssel, der kommt alles erst noch. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Das brauche ich alles nicht. Die rostige Schaufel ist so gut wie kaputt. Gut. Holen wir dann erstmal den Honig einfach so. Hier, wenn ich noch so ein Ding hätte, was ich kaputt. Ach, man, hatte ich nicht auf dem Friedhof ganz viel davon? Martin! Martin! Hier sind noch ganz viele von den Dingern, Mensch. Die kann ich doch alle noch reparieren. Und dann kriege ich ordentlich Grün. Damit wir die Bienen freischalten. Oder gab es da auch nur einen Grün für? Nee. Ah, sehr schön. Oh, sehr schön. 20 Grün brauchte ich. Ja, rüstige Schaufel. Einmal noch, komm. Sehr schön. Technologien. Insekten. Freischalten. Ich kann gleich nochmal Honig schlecken. Weil der Angler-Typ wollte ja Motten haben. 6 Stück. Und die bekommen wir hier. Indem wir Pflanzen sammeln. Und Motten gab es auch nur nachts, soweit ich weiß. Und es ist Abend und wir gehen ganz schnell nach oben. Oh, jetzt will ich aber 10 Sachen gleichzeitig machen. Ja. Ein Fledermausflügel reicht mir, mehr will ich gar nicht. Eine Motte. Was wurde der Gelehrte? Achso, der wollte das Tagebuch nur haben. Eine Motte, eine Biene. Okay, hier ist keine Biene raus, leider. Krieg ich hier eine Biene raus? Ja, trinken wir hier nochmal einen Schluck. Auch keine Biene. Motte? Keine Motte. Motte? Keine Motte. Motte. Keine Motte. Oh, euer Ernst? Motte. Noch eine Motte. 6 Stück brauchen wir, glaube ich, ne? Hat er gesagt? Ich hab das gar nicht mehr im Kopf. Noch eine Motte. Wie viele Motten haben wir? Wir haben 4 Motten. Okay. Und 6 brauchen wir. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis wir da wieder hingehen. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Damit wir wach sind, Leichen müssten auch jetzt kommen, demnächst wieder. Und dann will ich auch noch Kirchenbänke bauen und Holz hacken und oh. Und wenn ich schon mal hier bin, dann mache ich für den Holzfäller auch eine Eisenachse. Okay. 10 Sachen gleichzeitig.
Die Pflanze packen wir hier rein. Motte behalten wir. Honig behalten wir. Schlafen gehen wir. Schlafen wir gehen nun. Holzfäller reden. Mit dem Holzfäller reden und mit Ding Dong Dongelong, weil der Schädel will weinen. Das machen wir als nächstes. Ja. Also nichts wie zum Holzfäller. Möhrchen brauchen auch noch ein bisschen. Eine Leiche liegt auch nicht. Da liegt nur AA. Habe ich jetzt zwei Äxte mit? Ja, sehr schön. Wird schon wieder dunkel. Lauf, Forest! Weil, achso, Motten. Warum habe ich Motten gesammelt? Wie gesagt, als Köder für den Angler und vor allem ganz wichtig, schaffe ich das noch? Ja, wenn die Leiche halt 2-3% verliert, ist mir jetzt egal. Kann auch sein, dass ich die Gespräche jetzt einfach ganz schnell wegklicke, damit ich hier, ganz, ganz schnell vorankomme. Hoch. Ach, mit dir kann ich auch noch reden. Was bist du für jemand? Guten Tag, Herr. Wir haben hier die besten Milchprodukte. Ohne Einkühe sind unsere Freunde. Wir sind nicht mehr Stammmenschen. Ich werde der Menschenfleisch essen. Ja, genau. Gut zu wissen. Oh, nee. Jetzt aber hoch. Hoch. Ich bin eine alte Trödelfitze. Fritze. Hi, ich bin Cory. Ich bin hier der Friedrich. Schön, dich zu treffen. Wenn du Steinmann brauchst, kann ich dir helfen. Für Holzkram musst du meinen Bruder Tress besuchen. Okay. Handeln. Hier kann ich Steine kaufen. Ja, ich will zu deinem Bruder. Ja, ich weiß, Leiche ist da. Aber ich muss zum Holzfäller. Ah. Ah, genau hier wollte ich hin. Hey, komm ja nicht auf die Idee, hier Bäume zu fällen. Nein, ich schau mich hier nur um. Gut, ich bezahle diesem Dorf eine Menge für das Recht, hier die Bäume fällen zu dürfen. Das ist echt harte Arbeit. Wenn ich doch nur eine bessere Axt hätte. Was ist denn, wenn ich dir eine bringe? Ich verdiene nicht so viel Geld, ich habe nicht einmal ein Haus. Ich kann dir ein altes Familienrezept beibringen. Pasta, hält deine Ausdauer bei der Arbeit aufrecht. Gib ihm eine Axt. Pasta und Lasagne, das ist alles, was du brauchst, um den ganzen Tag lang Bäume zu fällen. Ohne Fleisch? Fleisch ist teuer. Der Trick ist, die Kohlenhydrate langsam freizusetzen und die Linsen geben dir Protein. Deswegen habe ich dir die Axt gebracht. Dein Ernst? Na, die Quest hat sich ja mal richtig gelohnt. Oh, mit dem kann ich auch noch quatschen. Hi, ich bin Triss. Ich bin der Friedhofs... Ich bin der Friedhofswärter. Schön, dich zu treffen. Wenn du zu Holz meinst, kann ich dir helfen. Für Steiger musst du meinen Bruder Cory besuchen. Achso, ich dachte, da oben wäre der Bruder. Okay. Handeln? Ja. Schön, euch kennengelernt zu haben. Okay, also euch beide brauche ich nicht. Also, man kann halt hier echt viel in dem Spiel machen, ne? Also, sei es kochen, sei es, mit Pferden. Ach, mit Pferden, Martin. Wo bin ich denn schon wieder? Also, du kannst kochen, kannst halt richtig schön Farming hier betreiben, du kannst darüber dein Geld verdienen, du kannst als Händler generell dein Geld verdienen, indem du kannst nachher noch Wein anbauen, deine eigene Kälterei machen, mit Alchemie-Tränke, ach, du kannst hier so viel machen. Ich habe ja auch noch nicht alles gesehen. So. Aber es ist echt eine ganze Menge. Aber jetzt müssen wir uns beeilen, dass wir nochmal die Leiche hier so ein bisschen schnibbidi-schnabbi machen können. Und dann holen wir uns noch ein paar Motten. Ich glaube, zwei fehlen uns noch. Zwei Mottis. Oh, ich habe wieder vergessen, Wein zu kaufen. So. Tüp. Einmal Blut. Und einmal Fett. Und dann finde ich die Leiche richtig nett. Weil dann haben wir nämlich eine 5 weiße Totenköpfe-Leiche. Mir ist nämlich aufgefallen, ich habe immer Sterne gesagt. Ja, eine 5-Sterne-Leiche. Mit 5 können wir schon was anfangen. Den Friedhof richtig schön herrichten. Bauen eine Grabstätte.
Buddeli-buddeli-bu. Ich buddel das Grab jetzt zu. Jetzt kommst du da rein, ich buddel jetzt fein. So. Ganz kurz, man hat den Quest gucken. Eine Flasche Wein, genau, hatte ich ja gesagt. Hexenhügel treffen, das machen wir dann auch. Das ist, glaube ich, erstmal irrelevant für mich. Finde den Stempel und verkaufe Horadrik Fleisch. Ja, ist klar, ist klar. Gut. Und bei dem bekomme ich Wein. Und 6 Motten wollte haben, genau. Motten. Ja, siehst du, hätte ich auch wieder fast vergessen. Ich wollte ja noch Motten holen. Lauf mal noch ein bisschen nach links und rechts. Martin, das ist dem Ganzen nicht abträglich. So, ich gucke jetzt gerade ein bisschen nach einer Pflanze, ob ich die noch auf eine Pflanze sehe. Hier haben wir doch welche. Mottis? 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 Die Pflanze, nicht den Pilz. Such ein kleines Blümelein, dass ich es kann gar pflücken. Dann kann ich's geben meiner Weib und die lässt mich an ihre. Schalala, hier ist es heute super. Oh, mal noch ein bisschen. Das ist, haben wir gestern vergessen zu holen. Dann machen wir das heute. Ey, hier muss ja noch irgendwo eine Pflanze sein, bevor es hell wird. Oh, jetzt wegen einer doofen Motte, ernsthaft? Ich habe eine Biene gefunden. Da ist noch eine Pflanze. Komm, da ist die letzte Motte drin. Es ist noch dunkel. Ja, brauche ich eh nicht. Brauche ich nicht. Habe ich genug vorn. Das ist ja nur ein bisschen ärgerlich. Das ist ja nun ärgerlich, dass ich hier kann nichts machen. Außer ein bisschen Holz hacken. Wenn wir schon mal dabei sind und noch Ausdauer haben. Sup. Kommst dahin. Der Baum ist auf die Decke gewachsen. Den können wir also auch einmal umknütteln. So. Was wollt ihr erforschen? Kistenbaum wollte ich erforschen, ne? Das wäre zumindest gar nicht so schlecht. Hier brauche ich nichts. Das brauchen wir erst später. Ach ja, ich erinnere mich. Und ich glaube, dafür muss ich Kapitel aufschreiben können, ne? War das nicht so, dass ich auch Kapitel machen muss? Herstellen Notizen und Kapitel. Ja, reicht mir aber auch. Das reicht mir alles. Dann forschen wir mal hier den Ofen. 2 nehmen wir mal einen Angriff. Und hier nehmen wir einen Angriff, dass ich Holzfäller werden kann. Wobei das so wichtig gar nicht ist. Was mache ich als nächstes? Was tue ich als nächstes tun? Wir haben den Tag der... Heute ist Tag der Händler. Da kommt der eine Typ wieder. Mit dem müssen wir auch nochmal quatschen. Wir bauen Kirchenbänke. Und dafür brauchen wir eine Menge Holz. Okay. So, ich würde sagen, wenn ich jetzt gleich keine Ausdauer habe, dann mache ich auch aus. Dass wir dann nächste Folge frisch gestärkt anfangen. Und ich nehme mal jetzt als Stichwort, damit sich mein späteres Ich dann wieder daran erinnert, was er machen wollte. Kollege, du wolltest Kirchenbänke bauen. Weil du deine Kirche schöner machen willst. Und den Friedhof kannst du auch verschönen. Zop und zop und zop und zop und zop. Und ich sag wieder ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche, einen schönen Tag.
Macht's gut. Achso, halt, erstmal schlafen gehen. Oh Gott, ich wollte schon ausmachen hier. Jetzt aber wirklich hier. So. Ja, heute. Diese letzte Folge war ja, weiß gar nicht, noch nicht ganz so entspannt, weil ich erstmal jetzt überlegen muss, was ich mache. Aber ich, wie gesagt, Kirchenbank. Kollege, wenn du das siehst, Kirchenbank. Und gebimmelt hat's auch. Bis dann, ciao.